Hallo und herzlich willkommen zu der Familie Mars von Die Sims 4. Endlich, endlich, endlich haben wir es geschafft und wir starten mit dem Spiel und haben hier direkt die Meldung atomare Rückstände entdeckt. Irgendwas macht unser Hamsterli. Oh, Ihnen geht's nicht so gut. Was hat Ihnen? Sie ist angespannt. Es ist scheußlich, weil sie die Deko nicht mag. Welche Deko magst du denn nicht? Na, ich hoffe, das gilt dir dann in meinem eigenen Zimmer so nicht so, weil ich weiß gar nicht, warum sie bei Nathan ist. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich würde Ihnen ganz kurz mal hier unten zum Eiskaten schicken, wo gerade Bonnie ist. Und Bonnie kann sich direkt eigentlich an ihren Job machen. Und zwar starte ich jetzt zum zweiten Mal die Folge, weil mir in der ersten Folge der Nathan weggestorben ist und jetzt denken alle so, was? Ja, Nathan ist gestorben, weil der beschämt war. Der war anscheinend zu sehr beschämt, dass er sich umgebracht hat. Was ist denn los mit Nathan? Mein Spiel friert ein. Ja, also das könnte ab und zu mal passieren. Ich habe jetzt extra die Qualität schon ein bisschen runtergestellt, aber das Haus ist halt einfach so groß, dass sich wirklich dass da wirklich gehst du jetzt bitte da hoch? Kannst du hier nicht hin? I don't know, nein. Also Ihnen ist gekommen, also geht es anscheinend. Ja, was ein bisschen ein Problem ist, dass die hier ewig laufen in dem Haus. Das habe ich mir nicht so ganz gut überlegt. Was macht Nathan jetzt eigentlich? Glückwunsch zu deinem neuen Job. Ich glaube, das ist genau das Richtige für dich. Die Audrey, das ist ja nett. Wir können ja die Audrey mal anrufen. Und ja, die sind ja Geschwister, passt das. Ich weiß gar nicht, was Joan jetzt machen soll. Joan hat Hunger. Ah ja, genau. Dann kann Joan eigentlich direkt mal einen Butler bestellen. Jetzt muss ich bloß gucken, wie es ging. Beim Arbeitsamt registrieren? Ich glaube nicht. Soll er es engagieren? Und sie kann sich mal den... Aber Joan ist doch da. Naja, gut. Kann Joan nicht hier hingehen? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ja, also wie gesagt, ne, das Let's Play, ich weiß gar nicht. Ich habe ewig nicht mehr Sims gespielt. Ich bin ein bisschen ratlos teilweise, also seht es mir nach. Und ich weiß gar nicht, Ihnen passt die Deko schon wieder nicht. Ich weiß nicht, was Ihnen für Probleme mit der Deko hat. Ich glaube, Basic-Deko mochte sie nicht so, ne? Ich glaube, das werden wir ausstellen, weil das tatsächlich ein bisschen nervig ist, wenn sie dann die ganze Zeit angespannt ist. Wo sehe ich das denn? Wenn sie die ganze Zeit... Ja, basic. Das ist Mist. Das werden wir lassen. So, und Nathan kann schon wieder nicht auf ihn umschalten. Der Butler, ja, also der Butler kommt gleich, das wäre schön. Und ach, Nathan plaudert noch, ne? Ja, der quatscht noch. Das passt. Ansonsten kann er nämlich dann, ich weiß gar nicht, ob der jetzt hier am PC auch arbeiten kann. Karriere. Nee, kann er nicht. Was für eine Abstimmung. Ich bin gerade komplett verwirrt. Ja, ich bin eigentlich erstmal froh. Oh, die Audrey möchte was. Lass uns das Feuerwerk auf dem Schräger Humor und krasses Späße-Festival anschauen gehen. Ich würde sagen, ja. Und wir bringen auch jemanden mit. Ich weiß gar nicht, ob wir mit allen jetzt gehen und... Das ist... unser Butler. Ich weiß nicht, aber der Schnurrbart ist irgendwie erste Klasse. Ich meine, das sieht übelst verschmitzt aus. Okay, es startet gut. Ich würde sagen, wir nehmen hier Joan, Shirley und Eden mit. Und dann sind wir erstmal raus von dem Haus. Das Problem ist einfach, dass das Haus extrem groß ist. Das habe ich nicht so ganz zu 100% bedacht, muss ich sagen. Weil ich dachte so, oh ja, ein großes Haus, toll. Aber das Sims dann immer so ein bisschen so... Eigentlich sollte es nicht an meinem PC liegen, aber das Sims dann immer so ein bisschen sagt, oh ja... Wir haben hier Probleme, das zu laden. Das nervt ein bisschen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich den Ladescreen in Zukunft rausschneiden werde. So, da sind wir wieder mit rausgeschnitten mit dem Ladescreen. Oh Gott, wer ist denn hier alles? Alle beschweren sich, wenn es regnet. Das ist natürlich nicht so gut, aber wir sind gerade in der Gruppe. Ich hoffe, Bonnie kümmert sich gut zu Hause um Preston. Und ansonsten schauen wir mal. Ich war hier noch nie auf diesem Festival. Unsere einzige Aufgabe ist, das Feuerwerk zu zünden. Oh Gott, was ist das? Den Witzbolden anschließen, aha. Den Spaßvögeln anschließen. Ist das eine Gruppe? Ich bin komplett verwirrt. Das ist nämlich ein bisschen das Problem, wenn man sich überhaupt nicht auskennt. Und ich weiß gar nicht, was wir jetzt auf dem Festival machen können. Wir können uns erstmal... Guck mal, wir bestellen uns mit Nathan mal ein Getränk.
Ich habe gerade im Screen gesagt, ich werde das so machen, dass ich den Ladescreen einfach rausschneide, weil mich das ein bisschen nervt, wenn das wirklich die ganze Zeit dann im Video zu sehen ist, wie man 5 Minuten Ladescreen hat. Und ich muss auch dazu sagen, dass das Haus wirklich ein bisschen so eine schlechte Idee war, weil das halt einfach wirklich so groß ist, dass es tatsächlich wirklich lange dauert. Hier, guck mal, du kannst dir Festival-Souvenir kaufen. Und Shirley weiß ich gar nicht, was die machen kann. Na, ich glaube, das passiert nicht. Brittany Joe, die sieht ja süß aus. Okay. Die Ian, die kauft sich irgend so eine Sache. Ich weiß bloß gerade gar nicht, was. Funkenbrunnen, schräger Humor und krasse Späße. Ich weiß nicht. Römische Kerze. Eine Schneekugel kann die Gute sich mal kaufen. Wir haben ja genug Geld, dann passt das. Und eine Wunderkerze auch. Das freut sie sich jetzt, weil sie was gekauft hat. Das passt. Sie ist beschämt. Ach so, wegen Notenverschlechterung. Das ist kein Problem. Das geht schnell vorbei. Und wie geht's ihr so? Das ist halt auch noch eine Frage. Eigentlich geht's allen ganz gut. Preston hier in Bring machen wir nicht. Können wir, dass er sich um sich kümmert oder so? Nö. Anscheinend nicht. Ansonsten hat Nathan vielleicht Hunger. Wir können vielleicht irgendwie einen Hotdog essen oder so. Laktosefrei. Alles laktosefrei. Okay. Dann nimm dir mal so einen Spieß. Die Joan. Oh, die hat auch Hunger. Die hat Hunger wie Arsch. Handeln müssen wir nicht. Wir haben eigentlich genug Geld. Mit Audrey bestellt es. Ach nee, das ist die Verkäuferin. Ich dachte, Audrey macht hier mit. Wo ist Audrey eigentlich? Tiriki ist da. Na, sieh mal eine an. Da ist die Ricky. Was hat sie da überhaupt an? Das ist ja gar nicht schwarz. Was ist da los? Ansonsten ist hier, glaube ich, leider niemand, der irgendwie wichtig wäre. Eden, du hast Hunger. Kannst du hier Essen bestellen? Was gibt es denn hier? Puh, ich glaube, das ist, glaube ich, wir nehmen mal das. Ich habe leider keine Ahnung, was das ist. Ob das überhaupt was Reales ist, das ist so eine Frage. Was ist das hier? Tischdeck. So, meine Frage ist halt nur jetzt, ich war noch nie auf so einem Festival, bringt das irgendwas? Oh, hier ist ein Megastar. Die Brittany Joe ist ein richtiger Star, aha. Das ist unser Butler. Wo ist unser Butler einfach jetzt mit hier? Ich dachte, der muss arbeiten. Ich meine, dafür haben wir ihn eingestellt. Herzlichen Glückwunsch. Nathan hat die ersten Schritte seiner kulinarischen Reise durch die Stadt zurückgelegt. In der Stadt verzehrte Speisen können später gekocht werden. Es warten noch 26 weitere Rezepte auf dich. Mach dich auf den Weg, um neue Gerichte zu probieren. Ja, ich glaube nicht, dass das passieren wird und der Nathan kochen wird, aber das ist nur so ein Gefühl. Sie ist ungemütlich nass. Warum hat sie denn auch keinen Regenschirm? Und warum isst sie nichts? Hier, nimm dir jetzt eine Faux und gut ist. Ja, du hast doch einen Regenschirm. Warum beschwert sie sich? Ich verstehe es nicht. So, leider. Ach ja, Eden hat dasselbe. Ich glaube auch nicht, dass Eden kochen wird, aber das ist nur so ein Gefühl. Ich weiß gar nicht. Die Shirley steht immer noch rum. Die Shirley kann sich auch was zu essen holen. Aber ansonsten ist das Festival jetzt nicht so das Wahre, muss ich ehrlich sagen. Wir können Graffiti sprühen. Shirley, let's go. Ich weiß nicht, eigentlich passt es jetzt nicht unbedingt so zu Shirleys Persönlichkeit, hier alles zuzusprühen, aber ja, es ist schon okay. Wir machen hier mal Goldrausch mit Eden in der Shisha und können wir uns das mal probieren. Solange Nathan nicht hinguckt, wird es schon passen, glaube ich. Ansonsten. Ach, sie ist also eine Comedian-Dingens. Aha. Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass hier niemand anders außer Ricky ist. Ah, die Eden hat sich hier gerade mit dem Weltstar angefreundet, kann es sein? Nee, doch nicht. Ich bin ganz verwirrt. Es ist wirklich so, dass ich überhaupt noch gar keinen Plan habe, was das Ganze hier eigentlich mit sich bringen wird. Ich habe, wie gesagt, noch nicht unbedingt Sims gespielt. Dazu nicht Feuerwerk, oder? Dieses Objekt. Ja, das ist mir klar, dass es ihnen nicht gehört. Ich dachte nur, ich könnte es vielleicht anzünden. Kaufe an einem Stand Feuerwerk und entzünde es. Ah, na dann, Nathan. Let's go.
Das Problem ist halt, dass so, wenn du direkt so mit so einem riesigen Haushalt spielst, hast du manchmal so ein bisschen das Problem. Hat Eden jetzt gemacht? Ich glaube, sie hätte gar keine Lust. So, warte. Ah, hier haben wir das. Alles klar. Dann kaufen wir hier mal ein paar. So. Und dann zündest du dir auch gleich mal an. Dann vielen Dank für den Einkauf. Ja, bitte sehr. Ach, das ist Eden. Dann zündest du dir auch gleich nochmal an, weil ich eigentlich auch wieder gehen möchte. Es ist eigentlich nicht so krass. Ich dachte, wir lernen jetzt hier voll die neuen Leute kennen und so. Hat. Warum sprüht Shirley nicht? Ist ja gar nichts da. Rosie, du kannst gerne weiter sprühen. Es ist eigentlich nicht so ihr Ding, glaube ich, so rebellische Sachen zu machen. Aber ich glaube, es ist noch weniger Edens Ding, sich hier irgendwo abzusprühen. Deswegen wollte ich es gerne mal mit. Ui. Das ist ziemlich cool. Huch. Ja, das ist cool. Guck mal, die Graffitis am Haar aus. Das sieht nice aus. Das ist ziemlich cool. So, warte, ich bin weg. So, da bin ich wieder. Die Shirley hat einfach keine Lust, Graffiti zu sprühen, ne? Graffiti sprühen. Die hat überhaupt keine Entspannung. Was macht sie? Joan ist verspielt. Sag mal. Oh, oh, oh. Na, da ist doch jemand gekommen, den wir uns mal freundlich vorstellen könnten. Das passt ja ganz gut. Dann ist wenigstens Shirleys beste Freundin hier. Leider fehlen mir so ein bisschen andere Leute, mit denen Eden sich unterhalten kann. Aber wenigstens haben wir dann mit Shirley so ein bisschen ein Gesprächsthema. Wenn sie denn auch mal was machen würde. Achso, sie ist noch am... Stopp, ich bin verwirrt. Warum machen die nicht das, was sie sollen? Shirley kommt, okay. Und Eden. Jede der Spaßfolge erhält folgende Preise. Okay, das ist cool. Das ist ziemlich cool mit den Feuerwerken. Was mich halt trotzdem interessieren würde, ist, warum die Sims nicht das machen, was sie sollen. Redet sie jetzt mit ihr? Was ist hier los? Warum ist sie unwohl? Ach, sie fühlt sich unwohl, oder was ist los? Ich bin komplett verwirrt. Aber das ist schon echt cool. Ich verstehe zwar nicht, was genau das... Was war das jetzt für ein Festival? Ist nicht ganz so, also habe ich mir leider nicht gemerkt. Kennt sie die Alice jetzt eigentlich schon? Nein, natürlich nicht. Ich finde es halt wirklich schön, wenn sie sich ihr vorstellen würde, dass wir uns danach kennenlernen können. Die Alice läuft runden. Ich glaube, die kommen nicht so ganz zum Zug, was ein bisschen traurig ist. Hier ist irgendwie zu viel los. Was hat die Alice eigentlich an? Das habe ich doch überhaupt nicht... Also... Aber... Ich glaube, das ist ein bisschen buggy, um ehrlich zu sein. Also ich versuche jetzt Shirley, also... Das ist komisch. Kann der Nathan wenigstens mit der Audrey reden? Erzähl mir mal ein Geheimnis. Warum fühlen sich alle unwohl? Ach, Nathan muss auf Klo, das passt. Wie er angerannt kommt. Ah, guck mal, die können quatschen. Kann Shirley jetzt auch mit Dingens quatschen? Ja, wenigstens das. Ging wahrscheinlich nur wegen des Feuerwerks nicht. Das ist ein bisschen schade. Ich würde sagen, stopp. Wir haben es schon 0 Uhr, ne? Und die müssen morgen zur Schule. Das ist natürlich nicht so gut. Dann gehen wir, glaube ich, jetzt kurz aus Tief heraushelfen. Was für ein Tief hat denn Alice gerade? Eigentlich ist Alice doch ganz fröhlich. Ja, keine Ahnung. Wir können uns erstmal kennenlernen und dann rufen wir sie einfach morgen mal an. Eigentlich sollte es andersrum sein, dass Alice Shirley angesprochen hat, aber das kann man ja hier in Sims jetzt nicht unbedingt voraussehen. Leider ist für ihn, wie gesagt, niemand da und die sind gerade... Also Nathan... Wo ist denn jetzt das Klo hin? Ist abgebaut worden? Na, das ist ja unverschämt. Aber stimmt, nichts steht mehr hier. Soll das so? Ich weiß nicht.
Ich würde ganz kurz noch gucken, wie es hier mit Shirley aussieht. Ja, das kennt sie jetzt. Dann können wir jetzt eigentlich alle nach Hause gehen. Das war jetzt nicht unbedingt so das beste Festival, was ich jemals hatte. Aber ja, man muss ja auch mal ein paar Sachen mitmachen und so. Ne, also ein paar Ereignisse, die jetzt doch nicht so krass sind. Aber es ist wirklich alles abgebaut jetzt. Nichts steht mehr hier. Nichts. Unerhört. So, können wir jetzt wieder nach Hause gehen? Sie ist nicht fertig. So, jetzt. Ab nach Hause. Das war... Ja. hätte ich mir besser vorgestellt. Aber das Feuerwerk war ganz cool, muss man dazu sagen. So, Shirley, gehst du jetzt nach Hause? Also, irgendwas ist denn der Shirley ein bisschen buggy, habe ich das Gefühl. Die macht nicht das, was sie soll. So, nach knappen 3 Minuten im Ladescreen, man hat ja sonst nichts zu tun. Sind wir wieder hier, ich mache ganz kurz Pause, damit die Sims sich kurz, also damit ich kurz einen Überblick kriege, was hier los ist. Der Nathan muss eigentlich nur schlafen und der Nathan hat auch morgen Arbeit, deswegen schicke ich den auch direkt ins Bett. Moment, da ist sein Bett. Schlafen. Was willst du denn jetzt im Internet surfen? Nee, das kannst du schon mal lassen. Joan muss auch nur schlafen. Und Ian muss aufs Klo. Ian ist gar nicht müde. Das ist ein bisschen schade, weil, wie gesagt, ne, das ist immer so ein bisschen umständlich, wenn die Sims nicht müde sind, aber morgen eigentlich Schule haben. Warum kann ich denn hier spülen? Hat jemand letztens nicht gespült? Das verstehe ich auch nicht, warum die Sims manchmal nicht spülen. Jedenfalls kannst du auf Toilette gehen und dann auch schlafen. Und Bonnie muss auch auf Toilette. Also eigentlich ist es jetzt hier nur so, kümmert euch um eure Bedürfnisse und haltet den Mund, damit wir morgen hier einfach wieder normal schlafen können. Oh, die Shirley hat nichts gegessen. Ich sag doch, die Shirley ist ein bisschen buggy, habe ich das Gefühl. Hat der Butler was gekocht? Das wäre ja jetzt wenigstens... Wir öffnen das mal. Nee, hat er natürlich nicht. Dann muss ich Shirley jetzt mit einer schnellen Mahlzeit abfinden. Was kann man denn essen? Hier so ein Erdnussbutter-Gelee-Sandwich. Und auch dann geht sie schlafen. Und Preston, ist Preston schon im Bett? Oh, Preston ist noch hier oben. Ich überlege, ob ich den Preston jetzt teleportiere. Nee, pass auf. Die Bonnie kümmert sich jetzt ganz kurz um den Preston, dass der... Was? Warum ist Preston denn ein Megastar? Hab ich irgendwas verpasst? Was ist da los? Okay. Also, weiß nicht. Also irgendwas scheint hier ein bisschen... So, alle beschweren sich einmal. Gruppen beschweren und Bonnie geht dann los mit Preston. So, sie hat ihn. Stopp. Wie gesagt, es ist alles noch so ein bisschen so, ich muss erstmal gucken, wie wir uns hier einfinden. Und außerdem ist es halt einfach wirklich, 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 wirklich großes Haus. Das muss man dazu sagen. Das heißt, es dauert alles ein bisschen. So, Bonnie bringt Preston bitte ins Bett. Alle anderen haben zu tun und bewegen sich auch. Ja, also wie gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin mehr im Ladescreen als irgendwo sonst so gefühlt. Wisst ihr, wenn ich jetzt irgendwo hingehe? Das sieht aber schön aus hier mit dem Wasser. Hat was. So, Nathan ist auf dem Weg ins Bett. Oh, der ist sogar fast da. Joan auch. Ja, also so Abend weiß man sowieso nicht so unbedingt, was man machen soll. Deswegen würde ich sagen, wir spulen das einfach mal vor, damit es auch klappt. Ah ja, aber das Vorspulen hatte immer das Problem, dass es dann übelst gehangen hat. Ja, also ich weiß nicht, das Haus ist halt wirklich so groß, dass du schon wieder Probleme hast, hier irgendwie normal zu spielen. Das ist ein bisschen blöd. Habe ich mir am Anfang nicht gedacht, weil ich dachte, oh ja, ich habe einen super PC, das wird schon. Ja, weiß nicht. Ist ein bisschen traurig jetzt, dass es nicht unbedingt geht, aber ja, müssen wir uns jetzt irgendwie mit abfinden. Du bist doch fertig. Ich glaube, die braucht länger auf Klo zu gehen als ins Bett. Ich weiß nicht. Shirley?
Ich weiß nicht, die Shirley, die ist, ja, aber warum ist sie denn jetzt hier unten? Das weiß niemand so genau, aber okay. Okay. Also man hätte das auch gleich hier essen können. Ich weiß nicht, was mit der Shirley ist. Irgendwie ist das ganz merkwürdig. Auf Klo gehen kann sie dann kurz auch noch und dann möchte ich, dass sie eigentlich ins Bett geht. Ich weiß nicht. Das ist, ist alles ein bisschen komisch. Die Bonnie habe ich ganz vergessen. Die Bonnie hat den Preston jetzt ins Bett gebracht. Das ist wunderbar. Das heißt, sie kann jetzt sich um sich selbst kümmern. Hat jetzt quasi Freizeit, die sie wieder mal immer nicht nutzen kann. Schläft der Butler jetzt eigentlich schon da unten? Nein. Kein Mensch weiß, wo der ist. Ist der überhaupt da? Und wenn ja, wo? Er schläft dann bestimmt irgendwie mitten am Tag und wenn man den braucht, ist er dann nicht da. Ne? Das kennt man. So, Shirley. Also, ich weiß nicht, die Shirley ist verdammt langsam. Deswegen hatte ich auch gesagt, ich hatte überlegt, ob ich hier die alle teleportieren lasse, weil es macht halt teilweise keinen Sinn, wenn man hier 30 Minuten irgendwo durchs Haus latscht. Hat irgendjemand. Es hat auch niemand die Futternäpfe nachgefüllt, fällt mir gerade auf. Deswegen miauen die jetzt. Ich glaube, Coco geht's richtig schlecht. Hat Coco Hunger? Die Arme. Das ist alles noch ein bisschen so. Vor allem, weil es halt auch so ein bisschen buggy ist. Was eben daran liegt, dass wir hier so ein großes Haus haben. So, die kann jetzt schlafen gehen. Ich weiß gar nicht, wann geht denn die Schule los? Die müssen doch alle in die Schule, richtig? Gerade sagen, Karriere einschlagen, hä? 8 Uhr müssen in die Schule. Aber bei Ihnen sieht es ganz gut aus. Ich glaube, in der Schule werden wir erstmal die Zeit nutzen, um ein paar neue Leute kennenzulernen. Ah, da ist der Butler. Josef, könntest du bitte vielleicht das hier nachfüllen? Nein. Was macht ihr denn? Er ist voll nachtaktiv. Was ist da los? Ist schon ein bisschen creepy, wenn er jetzt einfach so in Edens Zimmer geht, oder? Was macht der? Ach so. Der hat für Eden hinterhergespült. Trotzdem irgendwie creepy, dass der einfach bei Ihnen ins Zimmer geht, während sie schläft. Das ist so. Weiß ich nicht. Ich finde das creepy. So, geht der jetzt auch schlafen? Was ist denn mit dem? Der steht jetzt einfach in Edens Bad rum. Gosh. Also, wenn der jetzt auch noch hochgeht, ne, dann ist der gefeuert, das sage ich euch. Nee. Trotzdem creepy. So, aber alle schlafen, außer die Tiere. Also, wäre halt schön, wenn er seine Aufgabe machen würde und vielleicht das hier mal füllen würde. Nö. Ich weiß halt nicht, geht der auch irgendwann schlafen? Ich glaube, Coco muss mal, oder? Oh, warte, das werden wir uns. Oh, das ist bestimmt. Ups. Das ist bestimmt süß. Ihr angestrengter Blick einfach. Okay. Ja, warum hat Coco eigentlich so rosane Schnurrhaare? Ich weiß es nicht. Anfangs hat man die Schnurrhaare überhaupt nicht gesehen. Und dann habe ich sie, glaube ich, aus Versehen pink gestellt, weil ich einfach gucken würde, sieht man die jetzt wenigstens? Und auch da hat man sie nicht gesehen und jetzt waren die halt pink eingestellt. Und die echte Coco, also meine Coco, möchte hier gerne rein. So, ist bald jemand wach, damit wir auch was machen können? Der Nathan macht bald auf, glaube ich. Die Joan auch. So, und dann weiß ich gar nicht, was ich heute mache. Dienstag. Die Mädels sind gleich in der Schule, das heißt, wir haben eigentlich nur Joan und Bonnie und Preston hier. Weiß ich noch gar nicht, was ich jetzt vorhabe, um ehrlich zu sein. Weiß auch gar nicht, wie lange ich die Folge gehen lassen möchte. So viel passiert ja auch nicht. Das ist ja das Problem, dass jetzt noch gerade so viel, also nicht so viel passiert. Ja.
Die Frage ist halt, Eden passt auch bald aus. Ich würde jetzt gerne eigentlich, dass der Butler ein bisschen was kocht. Das wäre der Wahnsinn, glaube ich. Aber irgendwie sehe ich das noch nicht kommen. Ich weiß gar nicht, schläft er jetzt? Ich wüsste halt echt gern. Nö. Ich glaube, der kommt doch einfach gar nicht hinterher. Das ist das Problem. Shirley muss in einer Stunde in der Schule sein. Stopp. Ja, Shirley. Ja. Also dir geht's, glaube ich. Ja gut, okay, es geht. Es geht schon. Eden muss auch in der Schule sein, glaube ich. Und deswegen hat der Butler nicht gekocht. Und das ist natürlich jetzt echt schlecht. Weil dann isst sie jetzt einfach einen Joghurt. Ich glaube, das passt auch. Und Nathan. Wann muss der Nathan eigentlich bei der Arbeit sein? Das wäre auch mal gut zu wissen. Ach, dieses ständige Hin- und Herschalten dauert auch die ganze Zeit so übel viel Zeit. Um 10 nach der Herz, ja gut. Na, dann kann er jetzt trotzdem mal aufstehen hier, ne? Der frühe Vogel fängt den Wurm. Und wir nehmen ein Getränk zum Mitnehmen. Habe ich das jetzt angeklickt? Genau. Was trinkt denn der Nathan? Ich glaube, ein Espresso. Espresso, Espresso, I don't know. Und die Joan, die kann ausschlafen. Die hat gar kein Limit. Bonnie, ich glaube. Ja, dieses Hin- und Herschalten, ne? Es dauert einfach. Es dauert einfach so sehr. So, wann wacht denn er auf? Er hat noch. Na, so viel hat er jetzt auch nicht mehr. Das Problem ist halt, dass die Bonnie auch ebenfalls aufstehen muss, wenn der Preston aufsteht. Und dann hat die sowieso ein bisschen zu tun mit Preston. Deswegen machen wir das einfach mal kurz. Die kann sich schon mal hier hinbegeben. Das Spiel hängt. Ja, also dieses große Haus, das war wirklich eine richtig gute Idee, ne? Ihr seht schon. Ich weiß nicht, also ich will es eigentlich nicht umsonst gebaut haben, muss ich ehrlich sagen, weil ich würde halt wirklich, wirklich, wirklich gerne in diesem Haus spielen. Ich finde das ultra cool. Aber ihr seht, ne, dass die Zeit da unten, die hängt schon wieder. Es ist, Jetzt ist die Zeit anscheinend weitergelaufen. Okay. Du kannst dich schon mal hier hinbegeben, Bonnie. Und dann bleibt die Zeit wieder stehen. Ich glaube einfach, dass das in dem Haus. Uff. Das ist halt einfach wirklich, das ist so, so groß, das ist so. So, sieh mal einer an, er hat sogar die Zeit jetzt zurückgesetzt. Also, wie gesagt, ne, das ist, ich glaube, wenn der. Ich glaube, wenn der halt einfach den Tag wechselt, hat er ein paar Probleme hier. Die Bonnie ist kokett aufgewacht. Ich glaube, sie hatte feuchte Träume, ne? Anders kann ich mir das nicht erklären. Bonnie geht's eigentlich noch ganz gut. Ich würde sagen, sie soll einfach mit Preston ein bisschen Schabernack treiben. Und Eden, warum holen die sich das von da unten? Ist das der einzig funktionierende Kühlschrank? Das wäre ja ein bisschen. Bonnie sollte über ihre weitere Ausbildung nachdenken. Nee. Das Problem ist halt bei Bonnie, ne, die ist hier ja arbeiten. Das nennt man Au-pair, ne, Spiel. Das macht man so. Später kann sie das machen. So, Nathan ist energiegeladen, hat Kaffee getrunken, hat noch ein bisschen Hunger. Ich werde mich ganz kurz mal in den Baumodus begeben. Fällt mir gerade auf. Ich werde das hier mal mit dem Kühlschrank anders machen, weil das ist wirklich. Das ist wirklich. Durchaus nervig, dass die da nicht rankommen. So, ich hoffe, jetzt geht es. Es ist so. Da muss man noch rankommen, mal ganz ehrlich. Ich habe es doch eigentlich getestet. Das, weiß ich nicht, was da los schon wieder ist. So. Und ich kann schon wieder zu niemandem schalten. Ich würde sagen, ich schaue mal. Ah, jetzt geht es. Okay. Ich würde sagen, na, dann, wir bringen die noch mal zur Schule, würde ich sagen, und dann geht's auch los. Ich glaube, Eden muss auch zur Schule. Naja, aber wenn die zu spät kommt, ist nicht so schlimm. Und dann würde ich sagen, bringen wir Nathan noch zur Arbeit und dann geht's los mit dem Tag. Die Bonnie wartet jetzt hier schon, dann wecken wir den Preston noch auf.
Ist halt wirklich, das Haus ist einfach zu groß. Aber wir werden mal sehen, vielleicht wird es ja in Zukunft besser oder eben nicht. Und dann schauen wir mal, wie wir uns entscheiden, ob wir uns in ein anderes Haus gesellen. Die Shirley ist auf jeden Fall am fleißigen Lernen und Eden läuft noch, glaube ich. Ja. Und der Nathan muss erst nächste Stunde zur Arbeit, das passt. So, und Bonnie kann. Ich würde sagen, wir machen kurz nochmal Pause. Nathan in Übereinstimmung mit dem Aktionsplan. Wassereinsparung, was? Nee, warte mal. Nathan hat mit der Übereinstimmung mit dem Aktionsplan Wassereinsparung eine Strafe erhalten. Diese Woche wurde zu viel Wasser verbraucht. Dieser Haushalt erhält jeden Tag eine Strafe, bis der Wasserverbrauch unter Kontrolle ist. Ja, also ich glaube, das juckt Nathan jetzt nicht so unbedingt im geringsten. So, du kannst ihm was vorlesen, glaube ich. Das ist immer eine gute Sache. Hat der Preston Hunger? Nee, aber der Preston muss auf Klo. Ich würde sagen, Bonnie, das ist deine Aufgabe, Preston das Klo beizubringen. Und wir schicken jetzt den Nathan noch zur Arbeit und dann schauen wir mal, was wir dann mit Joan und Bonnie machen. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Also so viel dazu. Moment, Nathan. Wo ist er denn? Er steht doch darum, hat er, aber seinen Kaffee hat er jetzt getrunken, ja. Koffeiniert, okay. 39 Minuten bis zur Arbeit. Was macht man in 39 Minuten? Er hat Hunger. Okay, ich würde sagen, dann isst du auch eine schnelle Mahlzeit. Da. Käsecracker. Der Nathan, der ernährt sich gesund, wie ihr seht, weil der Butler auch nicht gekocht hat. Die Frage ist halt einfach, wo ist der überhaupt? Wo ist der und was macht der? Weil das ist wirklich, ich wüsste gerne, was, wo und wie. Und da hinten fährt ein Auto. Habt ihr es gesehen? Ja, der Butler ist irgendwie verschwunden. Nicht, dass der wirklich jetzt am Tag einfach schläft. Das ist voll der Nachtaktive jetzt. Nee. Der ist halt einfach weg. Der hat sich so gedacht, so, oh nein, das Haus ist groß, gar kein Bock. Tschüss. Princess hat Hunger. Hey Nathan, du bist so berüchtigt, dass einer meiner skrupellosen Freunde dich gerne treffen möchte. Darf ich deine Nummer weitergeben? Okay, ich weiß nicht genau, ob ich jetzt irgendwie Mist gebaut habe, aber warum nicht? Klar, der Nathan geht hier einfach mal nackt durch die Gegend, das kann man machen. Princess hat Hunger. Ja, John, dann musst du wohl oder übel alle Tierschüsseln füllen, weil ich glaube. Oh, warum ist der Preston denn traurig? Bonnie, was machst du denn mit dem? Genug von Büchern. Och, Bonnie. Der arme Preston, das ist aber, der ist aber auch ein bisschen launisch, ne? So, kann jetzt bitte, der Nathan muss auf Arbeit. Der Nathan. Ah ja, okay, also das ist halt wirklich, das ist so ein bisschen das Problem an so einem Riesenhaus. Die brauchen halt einfach 2 Stunden, um sich was zu essen zu machen. Da, sehe ich ein paar Probleme mit. Und vor allem das Problem, dass ich hier ständig ewig warten muss, bis ich zu einem anderen Sim schalten kann. Ach, da ist der Butler. Was macht der jetzt hier? Das ist schon ein bisschen creepy, muss ich ehrlich gesagt sagen. Wenn er jetzt einfach zuguckt. Was ist da los? So, Nathan, du musst zur Arbeit auch. 3 Minuten bis zur Arbeit, okay. Naja. Ob der Nathan es rechtzeitig zur Arbeit schafft, also jetzt geht der Kühlschrank wenigstens. Ja, der Nathan wird es nicht wirklich rechtzeitig zur Arbeit schaffen, glaube ich. Machst du jetzt bitte mit ihm das Töpfchen? Nein. Hallo, Töpfchen, der Preston muss aufs Klo. Oder ist er jetzt schon fertig? Nee, der Preston muss ganz dringend aufs Klo, Bonnie. Macht die jetzt los? Ah, es geht los, glaube ich. So, ja. Ob der Preston es rechtzeitig aufs Töpfchen schafft, nicht den Dave zur Arbeit, das mit Dave und der Arbeit wird, glaube ich, nicht mehr unbedingt was. Nee, das wird nichts. Nein. Also, wie die einen wirklich zwingen, zur Universität zu gehen, das ist wirklich typisch amerikanisch. Nein, ob der Preston das mit dem Klo rechtzeitig schafft, das sehen wir in der nächsten Folge. Es war ein bisschen durcheinander, das habe ich euch ja schon gesagt, dass das hier ein bisschen, vor allem, weil ich mich mit dem Spiel noch nicht so gut auskenne. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen von Folge 1 und wir sehen uns am Dienstag wieder mit Folge Nummer 2 bei den Masters. Vielen Dank fürs Zusehen, bis dahin, macht es gut und ciao.